Unter dem Motto Mehr als Worte sind in Berlin die Jugendmedientage gestartet. Zum 11. Mal treffen sich 600 Teilnehmer, um mehr über die Arbeit in der Medienwelt zu erfahren und neue Erfahrungen zu sammeln. Organisiert wird die Veranstaltung von 60 ehrenamtlichen Teamern, die das Event seit Monaten planen und vorbereiten. Während am Freitag die Teilnehmer noch auf dem Weg nach Berlin waren, bauen im E-Werk in der Wilhelmstraße die Helfer die Bühne auf. In den nächsten Tagen werden dort eine Reihe von Veranstaltungen stattfinden. Am frühen Freitagabend kamen die ersten Teilnehmer für die Auftaktveranstaltung ins E-Werk, voller Erwartung auf die folgenden Tage und ihre Workshops. Also ich habe einmal den Workshop Rhetorik und Wege in den Journalismus gewählt. Rhetorik, weil ich es einfach interessant finde, zu lernen, wie man sich ausdrückt oder auch wie man vom Publikum reden kann. Und Wege in den Journalismus allgemein einfach, weil ich es finde, dass es ein interessanter Beruf ist und das eventuell auch in Erwägung ziehe. Neben dem Sammeln neuer Erfahrungen sollen aber auch der Spaß und das Knüpfen von Kontakten zu anderen Medienbegeisterten nicht zu kurz kommen. Ich freue mich auf die Jugendmedientage, weil ich neue Leute kennenlernen will, viele Hintergrundinformationen einfach mal erlangen möchte und einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen haben möchte. Ich bin gespannt auf die Leute hier, auf die Workshops jetzt und generell auf ein paar coole Tage in Berlin.